Willkommen zurück bei Alan Wake. Wir sind in der letzten Folge hier zum Kraftwerk gekommen. Und da sind wir jetzt nun. Wir müssen diese Cynthia noch irgendwem finden. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Ob wir sie finden. Diese junge Lady. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Oh, Junge, das kannst du mit mir nicht machen. Mich einfach so zu erschrecken. Revolver-Munition, haben wir genug, ja. Brauchen wir keine, ist alles full. So. Da wollen wir mal gucken. Weil das muss ich ja erst noch drehen und dann... Schön krass aus hier. Ich wollte gerade sagen, es geht schon. Jetzt mal Mario, bleib mal hier stehen. Ich laufe ja schon. Nachladen, zack, zack, zack. Das sind aber normale Menschen, ne? Ja, lol. Ah, ich nehme lieber mal die Dings hier mit. Leuchtfackel. So. Habt ihr das gesehen?
Was war das? Wow. Die können echt belastend sein, die Hunde hier. Ich flitze doch schön. Wir flitzen, wollte ich gerade sagen. Okay. Wo müssen wir jetzt lang hier? Freunde? Vor allen Dingen schlagen die Adler übelst mehrmals als du die Hansis. Du kriegst mich nicht kalt, sagst du. Merkst du? Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Ja, das kann ich schon nicht wissen. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Okay. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen hellen Weg. Ein altes Wasserrohr. Beim Umspannwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Okay, und das sehe ich. Und Sie wollen, dass ich es tue. Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Na, dann gehen wir mal raus. Vorbereitet. Dunkle Zeiten. Sie haben ein Versteck gefunden, ja. Okay, dann werden wir das halt mal machen. Dann machen wir das mal. Es geht ja schon wieder hervorragend. Mach's denn normal mit mir, Kumpel, du.
Weaver hatte mich geschickt, die Stromzufuhr zum Umspannwerk zu cutten. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert. Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Guck mal. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Ach ne, ich brauche das ja für die drei. Okay, dann testen wir das einfach mal aus. Schleusentorsteuerung, Bedienung nur durch autorisierte Personal. Während der End muss. Ja, genau so. Aber wie kommt man jetzt hier an? Wie kommt man jetzt da ran? Man muss alle gleichzeitig drücken, oder was? Zack. 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 Ja, bin ich die Blöde dazu, oder? Keine Ahnung. Gut. Soll ich mir den Strom abklemmen, Oh je, yeah, oh je, yeah, ob ich das hinkriege. Oh Gott. Schaut, das war jetzt so gerichtlich. Hey, das war richtig, juhu. Wir rüsten uns mal bei alles, ja? Wer entwirft sowas? Oh. Ups. Wer entwirft sowas? Das Umspannwerk versank ohne Strom im Dunkeln. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Yeah.
Ich muss wieder zurück, denke ich, hä? Habt ihr das gesehen? Also, ist unmöglich. Auf die Ausrüstung achten! So, mehrmals, ey, was ich mache oder was? Kunden gehen mir auf den Sack, ey. Das ist nicht mehr normal, ehrlich. Nicht mehr normal. Ja, ja. Ja, falls man jetzt meinen Controller hören sollte, ist, hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Mach mal die Hütte auf jetzt, ja. Okay. Dann werden wir wieder zu der Miss Wheeler gehen, oder wie die hieß, ja. Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatte. Okay. Und dann fing Tom an zu schreiben und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind sie vielleicht klüger, als Thomas war. Okay. Die Hexe sah so aus wie sie. Aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Muss ein bisschen was mitnehmen. Er begriff zu spät und versuchte es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, was er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt. Und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück. Für den Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut. Oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf gerne sie. Munition mit. Wir sind Figuren. Gefangen in einer Geschichte, die sie geschrieben haben. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, erlebt keiner von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom,
hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir. Im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Das Rohr wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo! Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort! Okay, ich danke Sarah! Ah, Sarah also! Oh nein! Scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste, sich zu schützen. Ehrlich, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Oh, weil... Ach, hier unten. Hab schon gedacht, wir können hier nirgendwo lang. Gucken wir mal, wo wir jetzt... Ja, rauskommen. Auf jeden Fall müssen wir zu diesem Staudamm, weil zu dem Helikopter, weil da ganz viele Raben hier oben sind. Guckt euch das mal an hier. Ich will es mal sein lassen, ihr Vögel. Runter können wir nicht, aber wir müssen. Nee, wir müssen da lang. Batterien nehme ich mit und Revolver, Munition, alles. Ich nehme alles mit. Ja. Ich hätte ja auch mit. Bitte. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Die Absturzstelle sah schlimm aus. Okay. Aber ich glaube, das Wrack war leer. Ja, ist so leer. Nichts mehr zu sehen. Aha, stand hier irgendwas? Die Welle. Barry! Barry! Ich komme noch schon, ich komme eigentlich her. Durchhalten, ich komme!
weg mit dir. Sie haben ein gutes Timing, Wake. Wir wollten schon einen auf Butch Cassidy in Sundance Kid machen. Ach, wollte ich. Ich habe ein anderes Ende im Sinn. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich wusste, du schaffst es. Warum das? Das flammende Auge von Mordor. Ah, oh, mach dich nur lustig. Mussten wir nicht irgendwo hin? Weaver trifft uns am Damm. Wenn sie überhaupt kommt, ne? Also man weiß es ja nie, ob die wirklich dahin kommt. Wenn du den Großteil der Nacht damit verbringst, vor dämonischen Hinterwäldern, man weiß es ja nicht. Die dir die Rübe mit einer Axt abhauen wollen, weißt du, dass dein Hubschrauber in Night Springs abgestürzt ist. Das weißt du ja nicht. Du voran, Al. Lass uns bitte am Leben. Sehen Sie die Lichter? Das ist der Aufzug, den wir nehmen müssen. Nichts gegenüber Veränderungen. Die Medien. Was zum Teufel ist das? Das ist ja überall! Oh Mist, es sind mehrere! Nichts bewegt sich so! Das ist unmöglich! Ah! Ah! Unternimm was! Ah, ich muss alles richten, na was nun? Er ist zu schnell! Ich treffe ihn nicht! Da! Nein, da! Hey, ihr wimmelt schon ihn! Wie viele denn noch? Wo ist der eine hin? Ah, das darf doch nicht wahr sein! Weg da! Oh Mann, ey! War's das? Sind wir sicher? Das war... Wow, ich glaube, das war's. Sicher? Miss Sheriff, Sie sind einfach... Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Wir müssen gut aufpassen. Ausruhen. Ausruhen. Und... Weiter geht's. Oh Gott, geschafft! Wir sind nicht tot. Nee, wir sind nicht tot. Wir haben es geschafft. Wait, rufen Sie den Aufzug. Ich passe auf. Ich glaube, hier bewegt sich was. Achtung, da kommen sie. Oh nein, oh nein. Hey, Mann, könnt ihr fliegen. Wir müssen sie abwehren. Schneller machen. Esse. Er ist gleich da, Wake. Halten Sie durch. Das reicht jetzt. Das ist der Al. Wir verlaufen. Drück den Knopf! Ich hatte noch eine Kleinigkeit zu erledigen, Kumpels. Setz jetzt diesen Aufzug in Gang! Hau einfach auf die Knöpfe! Ja, ich hau jetzt auf die Knöpfe. Oh, Gott sei Dank, ey. Wir sind fast da. Oben gibt es einen Eingang in den Staudamm. Wie sieht der Plan aus, Wake? Weaver ist verrückt. Doch sie hat was von Zane bekommen, um die Dinge wieder zu richten. Klasse! Könntest du bitte noch etwas ungenauer sein? Thomas Zane? Im Ernst? Könnte auch von Paul Bunyan oder Bigfoot sein. What? Ja, er war real. Schön vorsichtig, okay? So, treffen. Oh Mann, ich hasse das. Wir treffen uns noch mit der Frau, mit der Lady hier. Okay, Wake, da drüben ist ein Knopf, der die Tür öffnet.
Da ist was kaputt. Halten Sie den Knopf gedrückt, dann geht's. Und noch gedrückt, oder was? Okay, und nun... Was ist los? Hey, was ist hier los? Auf diesem Weg kommen wir zum Staudamm. Was ist da draußen los? Geht vor und findet Weaver. Sie sollte beim Staudamm sein. Ich muss es da oben allein schaffen. Okay, Wake. Viel Glück. Verlieren Sie nicht Ihren Kopf. Al, bitte, sei vorsichtig. Ich passe auf Barry auf, Wake. Passen Sie nur auf sich selbst auf. Oh, klasse. Das kann doch nicht wahr sein. Autsch. Danke fürs Durchlassen. Mann. Nehme ich auch gleich noch mit. Zanes Schuhkarton. Hm? Thomas Zane wusste, dass er alles vernichten musste, dass dieses Grauen ermöglicht hatte, auch sich selbst. Nur so konnte er das entfesselte Dunkel, das ihn durch die Augen seiner toten Liebe ansah, verbannen. Doch er wusste auch, dass es trotz seiner Mühen vielleicht zurückkehren konnte. Also schuf er noch, während er sich selbst und seine Arbeit in die Nicht-Existenz schrieb, eine Hintertür, eine Ausnahme der Regel. Alles von ihm, das in einem Schuhkarton war, sollte bleiben. Netter. Da flitzen wir jetzt mal hier hoch. Ich will ja unbedingt das noch bis zu der Frau Weaver schaffen. Geh doch mal weg. So, jetzt klettern wir hier mal fix neu. Und da hoffe ich doch, dass wir die anderen zwei gleich wiederfinden. Ich kann Hobby oder Arbeit sein. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Immer zack. 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 Jawohl. Da kann ich auch, oder? Kommen sie von der anderen Seite, ja. Guckt euch das an, wie sie alle auf mich drum kloppen, sich auf mich drauf stürzen und dreschen und habt ihr nicht gesehen. Ich kann Hobby oder Arbeit sein. Ja. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Nachladen, komm.
einen Schritt weiter. Stopp, es reicht. Okay. Jetzt muss ich drüber rein. Ich bin abgesperrt, ich bin so doof. So, immer flitzen wir noch, wenn man es jetzt nicht schafft, dann muss ich hier einen kurzen Cut machen. Oh Gott. Ist das zu dämlich, um zu laufen oder was? Also, ich weiß nicht, warum der dauerhaft da drunter rennen muss. Alles. Was ist denn der Kunde, Alter? Meine Güte, ey. Wird etwas eine längere Folge werden, denke ich. Ich möchte das ja schön gerne. Gerade am Verzweifeln, Freunde. Wie kann das immer so durchgehen? Das ist unmöglich. Die Steuerung ist unmöglich, aber... nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. So, haben wir jetzt geschafft, ne? Im Norden am Rain Cove Point ist ein alter Armeestützpunkt. Er war im Zweiten Weltkrieg in Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen so. Das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Liebe Freunde, das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Schön geschmeidig bleiben und schönen Tag euch. Tschüss.